Und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir stehen in Joes Apartment, oder eher gesagt in dem Gebäude von Joes Apartment. Und dann wollen wir mal mit Joe reden. Was zur Hölle? Klingelingeling. Klingelingeling. Okay, lassen wir das. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feine Stöffchen, steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Es läuft. Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir. Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch sehr. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Gott, hat der eine Scheißfrisur, Joe. Diese komischen Locken. Gott. Wird das Auto hier hingestellt? Okay, ist nicht meins, dann ist es mir egal. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich wohin. Richtung Oyster Bay. Na okay, ist annehmbar, die Strecke. Ja, ja. Gerade in bei dieser Mission redet der Kerl über Prostitution. Ich mag diese Zeitungsjungen. Was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Hulk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels da verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Ich bin ja schon dabei. Ja, ich wollte gerade schon sagen, als ob dieser Job jetzt einfach nur aus Vögeln und Saufen besteht. Also dafür... Haha, Opfer. Nee, das kennt man ja schon von GTA zu Genüge. Wenn ein Job oder eine Mission einfach sein soll oder ohne Komplikationen vonstatten gehen soll, das klappt nie. Nie. Auch wenn euch ein Auftraggeber, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt ein GTA-Teil spielt, sagt euch ein Auftraggeber, es wird ein einfacher Job, traut ihm nicht, Kinders. Traut ihm nicht. Keine Mission ist einfach nur so leicht. Oder, was heißt nicht leicht, also nicht... es wird nicht mal eben so erledigt. Man muss dann doch schon irgendwas tun, so. Oh, Musik, die bestimmt nicht Copyright geschützt ist. Ah, deswegen muss ich jetzt reden. Ah, sie raucht. Was ein hässliches hallo. Oh, Gott und Vater. Ja, ist mir jetzt auch egal, wenn das gestrikt wird. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich, ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, oh nein, ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh, okay, ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Das heißt Unternehmen. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und
Da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Wir erinnern ihn gleich nochmal dran, dass er nicht viel trinken wollte. Gott, auch mit Plüsch, wie klischeehaft. Oder andersrum, völlig egal. Nein, nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Wie du? Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Das ist einfach göttlich. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Ich sitz schon drinne. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewechselt. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Einsteigen, Kinders. Sonst fahrt ihr... Ich fahr jetzt schon weg. Na, wie hatte der Land... gefallen. Das geht, ist doch eh noch nicht zu Ende. Wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Pott sein. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, Herr Spector, wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten... Die Sternwarte ist, glaube ich, hier oben irgendwo. Hoffe ich jetzt mal. Gefunden. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen den nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt's einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg einen Zahn zu, ja? Warte, ich brauch frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten regt mich noch um. Pass doch auf, wo du langfährst! Okay, er geht noch nicht raus. Gut. Ich glaube nämlich, er kotzt zwischendurch noch. Halt an! Schnell! Ich muss kotzen! Oh, und 3, 2. Okay, dann warte halt nicht, bis ich bis 3 gezählt habe. Wo kommt denn der ganze Mist her? Oh,
höre. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamar gegessen habe. Dann trinkst keinen Schnaps, was? Ach, Kinders, Kinders, Kinders. So, ja, wir haben natürlich noch einen Job zu erledigen. Und wie ich gesagt habe, kein Job besteht aus einfach nur Saufen und Vögeln. Da. Eine lange, lange Fahrt steht uns noch bevor. Naja, wir haben ja noch 5 Minuten. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache die Folge halt jetzt so lange, bis dieser Job auch vorbei ist. Rechts. Aber jetzt mal so ein kleiner Funfact nebenher. Wenn euch interessiert, was Joe in der Zeit gemacht hat, wo wir im Knast waren, dafür gibt es das Add-on Joe's Adventure, was wir nach dem Hauptspiel auch noch zocken werden. Aber dann gibt es auch noch die Jimmy Add-ons, die zocken wir auch noch. Ja. Wir werden auch viel mit Mafia 2 machen. Ich werde auch für die Add-ons eigene Playlists hinterher machen. Ach ja. Wir müssen da ja eigentlich auch noch anfangen zu singen. Ja, oder sie machen das auf der Rückfahrt. Das kann auch sein. Verdammte Polente! Fickt euch! Fickt euch, Kinder! Und jetzt hier hoch. Ach, was eine steile Bergfahrt. Hilfe. Okay, Berg. Ja doch, ist auf einem kleinen Berg. Jetzt nur noch geradeaus. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu philosophieren, wie schön ich doch die... Das habe ich wirklich nicht gesehen. Wie schön ich die Spielwelt finde, aber das mache ich auch irgendwie in jeder dritten Folge. Deswegen mache ich das heute mal nicht. Man darf hier nur 40 fahren. Oh ja, ich fahre ja auch nur 40. Haha. Captain Obvious. Ich bin schneller. Ich habe gesoffen. So. Oh, jetzt kommt, glaube ich, ein Kreisverkehr. Nee. Ein Parkplatz. Ein Parkplatz, Kinders. Tja. Was ist denn hier? Einfach nur ein Park oder wie? Deswegen auch Parkplatz. Könnt ihr auch aussteigen und das Ding normal offen machen, aber sehr langweilig. Ah, hier ist die alte Sternwarte, glaube ich sogar. Ja, doch, sagte er ja auch. Bah, Schwein. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. Mimose. Der hat nicht mal was an. Ach, so ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Komm du erstmal da raus. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Natürlich. Jetzt müssen wir auch wirklich. Hey Jungs, wie wär's mit ein bisschen Musik, ha? Nein. Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens an der frischen Luft. Ja, meinst du, es gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Junge, wie im Irrenhaus. Tja, 15 Minuten, Leute. Ach komm,
Heute ist... Deutschland hat gestern 7-1 gegen Brasilien gewonnen. Heute gibt's Überlänge. Ach du Schande. Ja gut, drehen. Wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Scheiße. Oh mein Gott. Armer Dino. Die Musik kann ich leider jetzt nicht rausfiltern, also... Ja. Wenn meine Stimme jetzt etwas gruselig ist, dann hat YouTube das automatisch entfernt. Ich hab die Musik. Wartet mal. Nee, es ist scheiße. Ja, Leute. Ich rede einfach ein bisschen zwischendurch. Es tut mir leid, aber das wird mir auf jeden Fall irgendwie geclaimed oder so. Deswegen werde ich das dann von YouTube entfernen lassen. Hört sich meine Stimme ein bisschen schlechter an, aber das ist dann halt so. Die gerade am... Eigentlich müssten die mitsingen. Wartet mal. Ne, Stimmen sind laut, also... Normal müssten die beiden eigentlich laut mitsingen, aber ich glaube, dass da irgendwie eine Übersetzung gerade fehlgeschlagen ist. Ja, gleich ist ja sowieso schon vorbei. Ja, und der Song ist jetzt auch zu Ende. Tja, schade. Kann sein, dass ich mir das mit dem Mod, den ich reingehauen habe, für den freie Fahrtmodus, dass ich das mir hier irgendwie versaut habe. Dass das irgendwelche Dateien durcheinander gehauen hat, keine Ahnung. Aber gut. Weil ich habe im Hintergrund die englischen Stimmen leise gehört, deswegen. Naja, keine Ahnung. Da sind wir aber auch dann auch schon da. Und ich schätze mal, ich darf gleich noch nach Hause fahren. Ich sag mal so, bei der normalen Playthrough ist das eigentlich eine richtig schöne Szene hier. Aber dafür muss man sich das Spiel dann halt selber holen. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Los, genug. Ab ins Bett mit dir. Komm jetzt. Ich ruf dich morgen an. Gute Nacht. Ich darf 100 Pro noch nach Hause fahren, ne? Schade, darf ich nicht mehr. Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April, 51. Was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel. Oh. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Nö, ich will ausschlafen. Es kommt eine schöne Sitcom im Fernsehen. Nee, Leute, ich mache an der Stelle einen Schnitt. Wenn meine Stimme während des Gesangsparts... etwas schribbelig klang, dann musste ich den Titel leider rausnehmen.
Tut mir leid, in dem Sinne, danke trotzdem fürs Zugucken. Keine Ahnung, warum die beiden nicht zu hören waren, dass sie am Singen waren. Ob ich die Stimmen hätte lauter stellen müssen, keine Ahnung. Trotzdem nochmal danke fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss!